Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Unsere Kleinen haben sich schön in der Reihe wieder aufgestellt. Hab was. Und wir möchten jetzt den nächsten von den kleinen Truppen abholen. Dazu müssen wir nochmal wieder einmal zurücklaufen, wo wir im letzten Part waren. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach runterspringen darf. Will ich das überleben? Weißt du was, wir probieren das. Komm schon, überlebe es. Nein. Sorry. Ah, es war natürlich noch zu hoch. Moment, falsche Richtung. Da muss ich lang. Schade, schade. Na gut, dann halt doch hier lang. Das wäre eine super Abkürzung gewesen. Wann seid ihr oben? Was seid ihr eigentlich? Ja, es sind mehr Ameisen als Spinnen. Spinnen haben auch mehr Beine. Die haben nur 4. Haben Ameisen nicht 6 Beine? Dieser komische Viecher. So. Sieht cool aus, wenn die da, wenn man so langsam ins nach draußen kommt und die Hundeviecher da so draußen langlaufen. Das hat schon was, oh, Hyänen oder was auch immer es darstellt. So, jetzt nur irgendwie nee, auf dem Klotz hier rauf. Hast du nicht mal mehr ein Zeichen bei dir? Wow, ist ja ultra schwach dann. Der Gesichtskontakt? Nicht mal bei Berührung. Ist einfach friedlich. So müssen die Viecher immer sein. Moment. Wo führt er uns hin? Hä? Jetzt wieder zurück? Okay, er kann mit Anzeige oben. Nicht ganz klar. Was ist das da hinten? Kommen bestimmt noch mal hin. So, der rote ist auch noch nicht wieder aktiv, ne? Ne, der Kristall ist auch noch schwarz. Okay. So, müssen wir jetzt noch mal kämpfen mit den Vögeln wie beim letzten Mal, oder geht das ohne? Ah, ich glaube, das passt schon. So. Dann lassen wir die Vögel nämlich in Ruhe. Auch wenn die IP immer gut sind. Und da die blau sind, sind die noch in unserem. Ja. Nein! Jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Okay. Na toll. Gemacht, blöder Vogel. Okay, jetzt hat er beide gekriegt. Ah, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte überhaupt nicht runterfallen. So. Wo ist er? Da. Ach, wir sind im Fokus. Na gut. Wow! Oh mein Gott. Ah, oh, hab ich gemacht. So. Komm mal drauf. So, einer weg. Jetzt bist du dran. Das da. So.
Den haben wir nochmal. Den können wir nochmal. So. So. Gut. Wie sind wir los? Wir müssen mal die Waffen nachgucken. Unsere Begleiter neue Waffen haben können. Ich habe bisher immer nur die Rüstung angeguckt. Machen wir am besten mal direkt. Ups. So. Hier, Waffen. Oh ja. Du brauchst Crit-Rate. Das ist eine kritische Heilung, oder? Die Blockrate sinkt halt, was eigentlich auch nicht so geil ist, aber eigentlich solltest du nicht angefokust werden. Dann probieren wir das mal. Guck mal, Blockrate nicht ganz so stark und sinken. Drei Slots. Ja, ist eine schöne Waffe für dich. So, Schwanken, Ohnmacht extra, Lähmung, Wutstärke, Schwanken, Ohnmacht 3. Was ist das? Agilität. Zum Ausweichen gut, ne? Umwerfen extra Max KP. Ether. Ich glaube, Ether ist ganz gut. Elektroangriff? Nein. Okay, dann. Autoangriffe bringen Gegner ins Schwanken. Mehr Schaden bei ohnmächtigen Gegnern. Autoangriff verursacht Lähmung. Verlängert die Dauer der Ohnmacht eines Gegners um 18%. Ja, komm, nimm das einfach. So. Und sie kann bestimmt auch noch was viel Besseres haben. 510. Oder auch nicht so unglaublich besser. Blockrate sinkt. Nee, das kann ich knicken. Sie hat nichts, was wirklich gut ist. Ich brauche irgendwas mit mehr Blockrate. Da siehst du unser Tank. Ohne Blockrate bringt mir das leider nichts. Schade. Aber hier ist unser Heiler jetzt ein bisschen stärker. Ein bisschen sehr viel stärker. Hat sich ordentlich gelohnt. So. Ist aber ein. Was war das denn kurz? Ich bin ein bisschen weiter nach links gerade gerückt. Oh. Wow. Also das hätten sie ein bisschen breiter machen sollen. Schon ein bisschen, ja, tricky. Da nicht ständig runterzufallen. Zumindest für mich. So, gut, dann haben wir dich doch auch endlich mal. Ist die Möglichkeit, Freunde sind stärker als Stammfixes Armor. Ist so rührend, Sepidos muss Schlurztuch volltröten. Nur dank Freunden kann Sepidos ohne störige Rubel auf Brücke marschieren. Mücke Brüll loslegen. Momentchen, bitte. Blut, Schweiß und Tränen sind geflossen in entschlossensten Gebrüll aller Zeiten. War riesiglicher Erfolg, alles dank Freunden. Ah, ich bin froh, dass alles geklappt hat. Zepidos führt unkaputtbare Schicksalsverbindungen zu Freunden. Da wird Zepidos mit Freunden extrem gechilligt abhängen, bis Bossy Boss Monono gefunden ist. Blutung 4, das ist nice. Während Reise hierher hat Bossibus Sepidus zur Seite genommen und großes Vertrauen ausgesprochen. Sepidus würde gerne Gedanken erwidern und Bossibus zu 110% vertrauen, aber ist nicht so einfach. Ich möchte erst wissen, was überhaupt Plan von Bossibus ist. Also bitte zielstrebigst bis zu Bossibus bringen. Sehr schön. Dann bleiben noch vier übrig. Das ist der erste mit Angriff. Ach du Schande. Okay, jetzt kriegen wir mehr Damage. Jo, Freunde sind auf wild entschlossener Suche nach weiteren Konspektoren. Sepidus weiß zumindest ein Ort. Hier. So, Zusammenschlag. Und du hast dich mit Konspektoren von allen drei Teams angefreundet und damit einen besonderen, koordinierten Angriff freigeschaltet. Für diesen musst du drei Balken der Gruppenleiste aufwenden. Aber er trifft Gegner in einem großen Gebiet und bietet auch Zusatzeffekte. Nett.
Welle bei diesem Angriff 1 von 3 möglichen Zusatzeffekten aus. Roter Komet fügt einem einzelnen Gegner massiven Schaden zu. Blaues Knuddeln, Heilung, Regeneration. Ah, okay. Und Schwächungsimmunität wahrscheinlich. Für Gruppe. Gelbes Chaos. Erzwingt Ohnmacht. Und Stärke drunter für Gegner. Aha. Je mehr Konspektoren mit dir befreundet sind, desto stärker wird der Zusammenschlag. Sind bei dem Zusammenschlag alle Gefährten kampffähig, wird eventuell eine extra Chance aktiviert. Dabei darfst du einen weiteren Zusammenschlag auslösen. Okay. Ohne dass dafür die Gruppenleiste notwendig wäre. Du musst aber einen anderen Zusatzeffekt wählen. Ah, okay, ich kann also einmal Angriff machen und dann kann ich nochmal irgendwas anderes hinterherhauen. Aber. Moment. Stärke für den Zusammenschlag. Achso, Zusammenschlag. Zusammenschlag war jetzt nur der Angriff, oder? Was für ein Schaden? Der Zusammenschlag ist generell der Angriff, okay. Also kann ich. Sind bei deinem Zusammenschlag alle Gefährten kampffähig? Wann sind die denn nicht kampffähig? Also ich brauche wirklich alle 12. Das ist cool. Okay, nicht so cool, aber wir wollten die eh sammeln. Die Wahrscheinlichkeit für eine extra Chance steigt mit jedem Panzerspektor mit hohem Mutwert. Aha. Nach einem Zusammenschlag steigt der Mut der Gruppe. Aber alle Panzerspektoren mit hohem Mutwert kehren zur regulären Wert zurück. Achso, der Mut der Gruppe sind also die drei Hauptcharaktere, die ich links habe. Und die Panzerspektoren sind dafür aber dann nicht mehr so hart aggressiv. Alles klar. Aber dafür haben wir einen krassen Schadensboost und generell Boost. Weißt du was? Wir springen runter. Komm her. So, dann können wir jetzt eigentlich der Hauptmission folgen, oder? Wobei, wir können ja erstmal noch auf die Karte gucken. Ups. Na, komm schon. So. Die nächsten, da wäre einer. Da oben? Warum denn jetzt da hinten? Ne, ist der einzige, der uns markiert hat. Oh shit, das ist ja voll weit hinten. Okay. Warte mal, es gibt doch so eine Art Schnellreise, oder? Gehen wir nochmal dahin. So, dann brauche ich nicht so weit laufen. Okay, oben links haben wir jetzt auch diese Prospektoren-Dingenskram. So, wo muss ich jetzt hin, um da ranzukommen? Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen! Oh, nein, ich bin tot. Ich muss hier runter. Ah, und dann ist er da, okay. Wir müssen also einen Weg nach unten finden. Bisher mussten wir immer nach oben, ne? Gut, wir haben ihn gesehen. Ist ja schon mal ein Anfang. So, wie kommen wir jetzt da runter? Auf jeden Fall nicht mit Fallen. Wir werden mal die Mission aktivieren. Wo ist er denn? Ach, ich kann ihn nicht aktivieren. Mist. Okay, dann müssen wir mal gucken. Das ist hart, da runter zu finden. Wie kommen wir da runter? Erstmal nehmen wir Kristall mit. Kommen wir eigentlich rauf? Himmelsbrücke. Nee, darf ich nicht hin. Okay. Schade. Aber dank diesen Panspektoren-Aufträgen, die ich ja schon echt gerne habe,
kann man ja mal ein bisschen so die Gegend erkunden. Wow, wie wir uns denn jetzt gesehen? Ah, ne, da. Nein! So. Boom. Bleib liegen. So. Ich hoffe ja, dass wir jetzt hier richtig laufen und dann da runterkommen. Leicht bergab geht's hier schon mal. Oh, ein Nebenauftrag. Yay! Juhu, ja, was sollen wir tun? Gib Pororo. Pororo, mhm. Bitte noch einmal alles aufsammeln, ist zu viel für einen zickliche Pororo. Hm? Und reißt deine Freunde einfach reißen, ne? Ja. Ja, prima, prächtig. Sehr genau richtig, um bitte von Pororo anzuhören. Worum geht's denn? Hey. Gib zu, auch neugierig. Pororo ist der mein Persönlichkeit im Korb an Pteros mitgeflogen. Aber dann gab es noch im Korb und ein ganzes Schnabulierzeug. Das, was dabei hatten, ist auf Schulter von Pororo unter. Gerasselt. Oh Gott, voll verteilt. Pororo gibt zu, war etwas unaufmerksam. Hat er es nicht mal gekriegt. Aber Boss hat bemerkt und ist ein Stück wütendlich geworden. Von Cosmo aus nächste Kostbarkeiten für Verkostung. Verhökerung im Fall von Kaching-Krise. Pororo geht sofort los und holt wieder. Ist genau auf Ordnung vom Befehl. Regen über Schulter von mir und es war voll mit Leibspeisen von Pororo. Würde also schon gerne wieder haben. Aber Schulter von mir ist auch voll mit fürchterfließenden Viechern. Das ist zu gefährlich für einen Pororo. Richtet daher bitte an Reisefreunde. Würde Reisefreunde wohl unterwegs Leibspeisen von Pororo einsammeln? Okay. Ja. Verabrechtiges Dankeborn für Hilfe. Bitte, von der Speise einfach mal antanzen und verlaut geben. Das ist wirklich Aufgabe, also bietet Pororo laufend Belohnungen an in Proportionen zur Anzahl angefunden Happy. Gut, ich glaube mich drum. Ja, einfach hängen von Kino vertrauen. Schon wird alles gut. Danke, Kino. Ich bin froh, dass wir auf dich zählen können. Okay, einen Teil haben wir. Stellen wir auch mal direkt an. Nun haben Freunde etwas schon Leibspeisen von Pororo gesammelt. Bis heute zu entdecken. Nun, Freunde haben bereits eine Leibspeise von Pororo gefunden. Feind ist Belohnung. Nostalgieband. Aha. 1000 Gold erhalten. Nun, Freunde haben 5 Leibspeisen von Pororo in Griffe gekriegt. Dann bitte jetzt Belohnung Freude entgegennehmen. Nostalgieplatte und Nostalgieamulett. Und 20.000, schön. Ist auch lange nicht alles, muss noch viel mehr von Pororos Leibspeisen rumliegen auf Schulter von Bayonis. Bitte auch entzückliche Pfade langlaufen, durch krummiglichste Winkel kriechen und in spaltigste Spalten reinklatzen. Na toll, also irgendwo wieder verstecken. Ja, sind das wohl die roten Sachen, die wir eingesammelt haben? So, wie komme ich jetzt da runter? Das habe ich jetzt immer noch nicht rausgefunden. Da oben ist irgendwas. Ein Ausrufezeichen. Ah. Oder es ist unter uns. Das kann natürlich auch wieder sein. Noch ein Auftrag. Oh mein Gott. Wer ist es jetzt? Wieder so einer. Blöde Eulen. So, rauf, rauf, rauf. So, das war der.
Yvop Spirit is here upon way. Das ist aber immer noch nicht. Wie komme ich da hin? Wenn ich mir wenigstens einen Marker setzen könnte, dann würde ich das da unten einfach platzieren und mir dann einen Weg anzeigen lassen. Ach, diese Eulen, die haben auch eine Sichtweite. Hammer. Kann man so nicht immer hochgehen. Das ist ja nervig. So, perfekt gewinnen. So, hier haben wir noch ein Harmoniegespräch, oder wie auch immer es heißt. Nicht verfügbar, ruhiger Moment. Hm. Ich will da runter. Mist. Ich brauch doch den Nupon. Springen, das kann ich knicken. Da hinten kommt man irgendwo her oder nicht? Hm. Okay, wir gucken auf die Karte. Da hinten irgendwo. Das heißt, ich müsste vielleicht hier hoch. Dann mal gucken, ob ich irgendwo da hinten lang kann. Porten uns mal dahin. Ah, kann nicht lernen, ich muss also da hoch. So. Wo ist der Weg nach unten? Die lassen uns aber auch echt hart suchen, diese kleinen Viecher, ne? Teilweise. Ich hoffe, da unten ist dann irgendwie ein Teleportplatz. Bei anderen Missionen auch schon machen können. Hätte ich gar nicht so viel Laufen brauchen. Fällt mir gerade ein. Mist. Voll nicht nachgedacht, dass ich diese Teleporter-Krams habe. Ist auch ein Teleporter? Cool. So, Karte. Wir sind da. Ach doch, ich wollte ja da hoch. Muss aber eigentlich auf der anderen Seite. Da hoch, ne? Wir gehen einfach mal da hoch. Wow. Aufgeweckter Quinox. Aha. Das ist noch eine Quest. Irgendwo da oben im Wasserfall. Oh mein Gott. Wow. Komm schon. Ah, Mist. Habe ich nicht so schnell gecheckt. Der ist down, noch der große. Na komm. So. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, der ist hinter sich. So, komm schon. Das Umwerfen war gerade echt super. Oh Gott, noch mehr. What? Wie geht er her?
So. Schein weg. Heilung. Ding. So. So, ist der da? Wo kommen die alle her? So. Ich möchte die kleinen Zweige noch nicht beanspruchen. Oh, schön. So, jetzt der große da. Ich muss ja nur gucken, wie kann ich das aktivieren. So, ne? Ja, wir machen mal den Damage als erstes. Okay, ich muss beben. Ah, Mist, jetzt langsam. Wieso treffe ich nicht? Okay. Oh, das war echt guter Schaden. Wow, machen die. Alter, das war richtig gut. Heftig. Ich jetzt gar nicht mehr. Wir brauchen dann aber auch alle unsere Balken, aber sonst Hammer. Schöner Schaden. Wir haben noch nicht mal alle von den Damage-Kleinen, wir haben nur einen von denen. Weil es vielleicht gar nicht so viel ausmacht. Na doch, vielleicht schon. Hat mir gefallen. Richtig nice. Haben wir uns sauber angeguckt. So, da wir jetzt alles hier weggebombt haben, mit einem freien Lauf. Wir werden aber trotzdem hier erstmal beenden und dann mal sehen, wie wir ja, einen Weg nach da unten finden, den wir nach oben gehen. Interessant. Gut, wir beenden hier und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.